Dies ist die bereits zweite Photovoltaikanlage von Energiewende-Pionier Peter Rettenmund und seiner Frau aus der Schweiz. Schon zu Zeiten, als fast noch niemand an die Eigenenergieproduktion dachte, war der ehemalige Lehrer dabei. Witzigerweise war Ende der 80er Jahre ausgerechnet die E-Mobilität der Anlass. Ich bekam einen Gutschein, einen Sponsorbeitrag für den Kauf eines Elektrofahrzeugs und war gleichzeitig bei Demonstrationen beteiligt gegen Atomkraftwerke. Und der Zufall wollte es, dass ich tatsächlich 5.000 Schweizer Franken in einem Scheck zur Verfügung bekam, um so ein Fahrzeug zu kaufen. Das Fahrzeug nachher besitzen und fahren und gleichzeitig bei Demonstrationen teilzunehmen, schien mir nicht zu passen. Darum suchte ich nach Möglichkeiten, den Strom, den ich da für das Fahrzeug brauchte, selber herzustellen. Das ist der Anfang. Photovoltaik auf dem Dach? Das war damals kaum genehmigungsfähig. Aber interessiert hat sich natürlich die Gemeindeverwaltung, vor allem das Bauamt. Etwas Lustiges, hinten nach, lustig scheinend. Bevor ich nachher die Erlaubnis bekam, sowas aufs Dach zu tun, hätte ich ein einzelnes dieser Panel aufs Dach tun müssen, um dann mit der Kontrolle zu beweisen, dass das für Flugzeuge, die hier wahrscheinlich von Genf nach Zürich überflogen, dass die geblendet würden. Und da habe ich mich geweigert, habe ihnen gedroht, das publik zu machen, was da für merkwürdige Hindernisse in Notil passieren. Und ich habe dann schließlich nach langem Markten, wie wir sagen, habe ich nachher die Bewilligung erhalten. Jedenfalls sollte die Energie für das Elektroauto nicht aus einem Atomkraftwerk kommen. So suchte der Französischlehrer nach einer Lösung, Strom selber zu produzieren. Und er fand sie. Wir schreiben das Jahr 1986, als ein amerikanischer Wechselrichter her musste, um aus Gleichstrom Wechselstrom machen zu können. Damals kam noch kein Solateur herbei, um die Photovoltaikmodule auf das Dach zu montieren. Das machte man damals selber für die Eigenversorgung mit Strom. Den Hauptimpuls leisteten ja die Panels. Die gab es damals. Und ich hatte das Glück, gerade im Bekanntenkreis einen jungen Mann zu finden, der zu jener Zeit in Burgdorf ein Zusatzstudium über erneuerbare Energie absolvierte und der dort beim Bau einer ersten Anlage beteiligt war. Er hat sein Wissen hier eingesetzt und mit ihm zusammen und noch einem Kollegen aus der Schule war es uns möglich, die ganze Sache in eigener Regie zu erstellen. Für den Zwei-Personen-Haushalt des Hauses aus dem Jahr 1982 im schweizerischen Huttwil gab es bei 120 Quadratmetern Wohnfläche einen Strombedarf von ca. 3.300 Kilowattstunden. Und, man höre und staune, schon damals war eine Wärmepumpe im Einsatz, für die man rund 1.200 Kilowattstunden Energie benötigte. Bei einem Strompreis von umgerechnet 18 Cent kam man auf 810 Euro Stromkosten heraus. Darauf kommen allerdings noch die Netzkosten. Seit 1986 produziert Peter Rettenmund also seine eigene Energie. Gute Erfahrung, es lief einfach. Mal mehr, mal weniger, je nach Sonne. Probleme hatte ich ja nur gerade mit dem Wechselrichter, weil zu der Zeit in der Schweiz kein bereits funktionierendes Produkt zur Verfügung stand, hatte ich einen amerikanischen Wechselrichter. Das Fabrikat hat sich nicht so mit dem schweizerischen Stromnetz zurechtgefunden und darum war es von dem her eine etwas unruhige Zeit mit vielen Unterbrüchen, einmal sogar mit Totalschaden. Gebessert hat sich dann das erst, als in der Schweiz Produkte dieser Art erhältlich waren. Warum aber haben sich die Rettenmunds mit ihren inzwischen über 85 Lebensjahren noch einmal eine neue Photovoltaikanlage auf das Dach gesetzt?
Nachbar sind bereits jetzt in einem Alter, wo man sich daran gewöhnt, dass langsam auch unser Leben zu Ende gehen wird, haben wir uns überlegt, was passiert mit uns in der nächsten Zeit. Und wir haben beschlossen, wir möchten unser Haus so in Schuss halten, wie man bei uns sagt, dass wir das noch so lang wie möglich in eigenen Räumen erleben können. Und da waren ein paar Sachen. Ich hatte ein Dach aus Welleternit, heute ein fast ein bisschen verpönter Baustoff, wahrscheinlich mit Asbestbestandteilen drin. Das machte mir Sorgen, wenn ich da etwas ändere und für das Haus verkaufen möchte, dann ist das ein Makel. Die Photovoltaikanlage war 30-jährig und ich merkte, dass da langsam das Ergebnis schrumpft. Und ich sagte mir auch, das ist wahrscheinlich auch ein Negativpunkt, wenn jemand das Haus kaufen möchte, gerade mit einer alten Anlage. Und dann habe ich die Fühler ausgestreckt und mir überlegt, wie soll ich vorgehen, und sind auf die Firma Cleverigy in der näheren Umgebung gestoßen, habe mit ihnen die ganze Sache besprochen und habe gesehen, dass mit weniger Kosten, als ich am Anfang bezahlen musste, eine Erneuerung möglich wäre. Und was sie mir noch offerierten, die alten Panel vom Dach zu holen, und weil sie eigentlich selber noch Versuche mit ihnen machen wollten, dass sie das gratis machen würden, dann hat das mir ein bisschen das Portemonnaie geöffnet, dass ich mir gesagt habe, jetzt richten wir unser Haus so ein, dass wir auf den Knopf drücken können und das Heizen und das Umgehen mit dem Haus funktioniert, ohne dass ich Holz schleppen muss oder sonst irgendwie mich darum kümmern muss. Wir möchten uns einfach einen Lebensabend gönnen, der uns so einfach wie möglich zur Verfügung steht. Heute befinden sich die inzwischen mehr als 30 Jahre alten Photovoltaikmodule von Familie Rettenmund auf dem Dach der Firma Cleverigy im Standort Wüsachen. Bei Cleverigy ist man schwer beeindruckt von dem damaligen Pioniergeist. Es gab auch Mitte der 80er Jahre schon Menschen, die einfach die Energiewende machten und so für uns alle den Startschuss gaben. Der Herr Rettenmund ist ganz ein spannender Mann, ist schon sehr fortgeschritten in seinem Alter und trotzdem finde ich absolut wie für einen jung gebliebenen Mann. Und er hat wirklich mit 85 sich dafür entschieden, ich mache meine erste PV-Anlage, die ich habe, runter vom Dach und mache mir eine zweite hoch, weil die Energiewende ja nicht mit der ersten Anlage erledigt ist. Ich finde, er hat das richtig, lebt das sehr konsequent aus, seine Energiewende und auch sein Leben mit der Energie. Genau. Es gibt keinen Grund, die alten Module nach 32 Jahren Betrieb zu entsorgen oder zu recyceln. Denn die Messungen von Cleverigy ergaben eine immer noch erstaunliche Leistungsfähigkeit. Seine alten Module, die konnten wir nicht einfach in den Müll schmeißen, das tat uns zu sehr weh. Und die haben wir nun auf unserem Firmendach installiert. Die dürfen da so quasi bei unserem Altersheim, PV-Module Altersheim, noch mitarbeiten. Und das tun sie ganz zuverlässig, eigentlich so, wie es auf dem Datenblatt draufsteht. Was bringen die denn noch, die alten Module? Die machen eben noch so 83-84% von dem, das sie mal liefern sollten. Die tun ihre Arbeit ganz ordentlich. Bei Cleverigy besteht kein Auftragsmangel. Das Thema Eigenenergieversorgung ist inzwischen bei einem großen Teil der Häuslebesitzer in der Schweiz angekommen. Die Leute, die wollen ihren eigenen Strom machen, wie der kleine Schrebergarten, ihren Strom machen, den dann speichern und selber ihren Strom machen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, gerade so, dass es passt. Peter Rettenmund ließ nicht nur die Photovoltaikanlage von Cleverigy einfach auswechseln, sondern der Rentner ging noch einen Schritt weiter. Und ich finde es cool, wie er da den Schritt weiter gegangen ist, eine Indachanlage dann installiert hat und gleich auch noch ein Speichern mit dazugestellt hat. Einfach um das Ganze abzurunden. Denn alte Energiewende-Pioniere sind es gewohnt, die Sachen gleich richtig und konsequent anzupacken.
Peter Rettenmund ist sich mit über 85 Jahren also treu geblieben. Ich habe mir überlegt, die Sonne scheint ja dann, wenn sie will. Oder wenn der, der sie leitet, will. Und also muss ich schauen, dass der Strom, den ich da produziere, mir möglichst lang zur Verfügung steht, nicht nur gerade dann, wann die Sonne scheint. Und ich habe mich dann umgetan, habe da bei unserem Elektrizitätswerk nachgefragt und gesehen, dass man vernommen, dass da mit rund 15.000 Franken eine Möglichkeit mit Batterie wäre. Und als wir dann die neue Anlage besprochen haben und ich das Problem dort auch vorbrachte und hörte, dass da eine ganz interessante Möglichkeit bestehen würde mit Leuten, die so etwas bereits montiert und eingesetzt haben, habe ich gefunden, dann entweder das auch dazu oder nichts. Das Ergebnis, ein Hauskraftwerk von E3DC steht jetzt im Keller. Denn das All-in-One-Gerät übernimmt nicht nur das gesamte Energiemanagement im Hause und hat einen Wechselrichter im Bauch, sondern speichert auch noch die Energie. Gerade in der Schweiz ist das wichtig, denn im Gegensatz zur immer noch relativ guten Einspeisevergütung für Überschussstrom in Deutschland bekommt man bei den Eidgenossen nur sehr wenig Geld dafür. Deshalb also ist die Fähigkeit, Energie auch speichern zu können, so wie das Hauskraftwerk, wirtschaftlich entscheidend. Hier in der Schweiz ist je nach EVU, nach Elektrizitätswerk, ist die Differenz zwischen der Einspeisevergütung und, muss ich zeigen, und dem, was ich zahle für den Strom, die Differenz ist so groß, dass ich teilweise 5 oder 6 Kilowattstunden einspeisen muss, um eine zurückzukaufen. Und da lohnt sich natürlich ein Speicher umso schneller, je größer das diese Differenz ist. Und die ist ziemlich groß in der Schweiz, je nach EVU. Jetzt gibt es auf dem Dach eine Photovoltaikanlage mit 11,8 kW Peakleistung. Das Hauskraftwerk kann 9,2 Kilowattstunden wegspeichern. Und dazu noch Solarthermie auf dem Dach mit einer 12 kW Wärmepumpe im Keller. Das ganze Haus ist also auf dem neuesten und aktuellsten technischen Stand. Doch das war das Gebäude eigentlich schon immer. Denn als das Haus 1982 gebaut wurde, kam schon eine Wärmepumpe hinein. Clevergy musste also Peter Rettenmund die Wärmepumpentechnologie gar nicht erst erklären. Da wusste er schon alles. Rettenmund hat früher sehr viel auch mit seiner Holzheizung noch mitgeheizt. Im Alter hat er gesagt, jetzt will ich meine Wärmepumpe, die ich habe, auch mit meinem eigenen Strom betreiben. Das hatte dazu geführt, ich will eine größere PV-Anlage. Dazu musste das Dach saniert werden. Und um eben den Strom vom Tag mit in die Nacht rüberzunehmen, von einem schönen Tag in einen schlechten Tag, hat er sich dann einen Speicher in den Keller gestellt. Eigentlich Energiewende oder PV-Anlage 2.0 gemacht. Lohn der Entscheidung und neuen Technik, ein hoher Grad an Eigenversorgung. Siehst du, Peter, letztes Jahr hatten wir 13.700 Kilowattstunden Ertrag und jetzt gegen Ende des 2018 sind wir beinahe bei der gleichen Produktion schon. Ja, und diese Zahl hier, die ist bereits 1.500 höher als eure Prognose. Ja, es war auch ein wunderbares Jahr letztes Jahr. Das nehmen wir natürlich gerne. Und auch wenn wir die Autarkie anschauen, sind wir dieses Jahr schon bei 69%. Wird im Gegenwind noch ein bisschen sinken. Aber das da ganz schöne Zahlen. Bist im Sommer total autark unterwegs, da kommt nichts vom Netz rein. Und im Winter, wenn du heizt, natürlich brauchst du was. Aber ja, das sind natürlich die Erfahrungen, das sind immer noch die Erfahrungen jetzt von der alten Heizungsanlage. Jetzt mit der neuen wird es ein bisschen besser werden noch. Die ganze Anlage von Peter Rettenmund ist gerade deshalb so up-to-date und fortschrittlich, weil Strom, Wärme und Mobilität hier zusammengebracht wurde. Genau darauf kommt es nämlich in Zukunft an. Das heißt, seine ganze Konfiguration ist Stichwort Sektorenkopplung. Kann man so sagen. Also er hat wirklich eigentlich alles gemacht, was es im Moment braucht. PV-Anlage, Stromspeicher, Wärmepumpe, um seine Wärme zu machen. Und da er viel mit dem Elektrofahrrad mobil ist, ist eigentlich auch die Elektromobilität mit da drin. Also
Hier in den uns, denn wir sein Fahrradakku, der wird natürlich auch über die PV-Anlage geladen. Also hat er tatsächlich im Prinzip Sektorenkopplung hier gemacht? Er hat das alles mit drin, kann man so sagen. Das Haus produziert rund 13.800 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Viel mehr, als die Rettenmunds brauchen. Da der Eigenverbrauch nur 22% beträgt, kann mit dem Rest viel Stromproduktion aus Atomkraftwerken verdrängt werden. Mit einer Autarkie von 70% und magerem Rest von 30% Netzbezug ist hier die Energiewende prächtig vollzogen. Täglich kontrolliert Peter Rettenmund zufrieden die Ergebnisse seiner Energiewende und leistet damit auch einen Beitrag für den Klimaschutz. Wie schon seit 1986. Doch damals gab es das Thema Klimawandel noch gar nicht. Als Sie damit angefangen haben, gab es diese Gedanken ja noch gar nicht. Damals war es vor allem die Luftverschmutzung. Das war der Grundgedanke damals. Ja, und das andere ist täglich jetzt dazugekommen. Ja, ich habe so in Erinnerung. Konsequent ökologisch waren die Rettenmunds schon immer. Und dazu gehört auch die Eigenproduktion von Nahrungsmitteln im Garten und Haus. Konsequent bis heute. Auch damit war die Familie schon immer ihrer Zeit weit voraus. Denn das Thema Autarkie, Eigenversorgung, kommt jetzt erst so richtig bei der breiten Bevölkerung in Schwung. Immer mehr Menschen möchten sich mit Energie für Strom, Wärme und Mobilität selber versorgen. Immer mehr Menschen möchten auch zumindest ein Stück ihrer eigenen Ernährung organisieren. Ja, die Menschen machen es zum einen eben wegen dem Unabhängigkeitsgedanken und dann auch, weil die Differenz zwischen dem, was sie bekommen für den Strom und für dem, was sie kaufen, doch ziemlich groß ist. Und dann ist es auch und einfach Eigenverbrauch, möglichst viel vom Strom selber verbrauchen, nicht zu große Anlagen bauen, sondern das, was zum Kunden passt. Das ist das Thema, das ganz große Thema hier. Für Peter Rettenmund und seiner Frau ist das alles nur alter Wein in neuen Schläuchen. Durchdacht wurde das alles bei ihm schon vor über 30 Jahren und entsprechend umgesetzt. Das fand damals in den Medien schon große Beachtung und sein Konzept hat sich als absolut zukunftsweisend und richtig erwiesen. Von der PV-Anlage, Solarthermie, Holzheizung bis zur Wärmepumpe. Alles frei von Atomstrom und fossilen Energiequellen. Damals schon. Das Haus war damals modern und heute mit ihrer Nachrüstung oder Umrüstung ist es auch wieder modern. Ich hoffe es, ja. Das ist eigentlich der Zweck der ganzen Einrichtung. Und etwas Schönes, jetzt haben wir das Ganze schön auf 3 Jahre verteilt. Wir zahlen während 3 und vielleicht sogar wegen 4 Jahren nur noch die Hälfte Steuern. Denn da ist es sehr interessant. Man kann all die Aufwendungen auf der Steuererklärung angeben und dann ist das eine Reduktion. An einer Sache seines Eigenversorgungskonzeptes arbeitet der Pensionär allerdings noch. Stichwort Elektromobilität. Die hat er heute zwar mit seinem E-Bike, aber in den 80er Jahren besaß er ja schon ein Elektroauto. Und Elektromobilität gehört zur Sektorenkopplung ja dazu. Die 3 Sektoren, wenn man sie so nennen will, die sollen zusammenspielen. Die Menschen wollen ihren Strom vom Dach, sie wollen ihre Wärme, ihr Brauchwasser und die Hauswärme mit Strom herstellen. Und dann soll auch noch das Elektroauto geladen werden durch den Strom und so unterwegs sein. Eine Frage an Peter Rettenmund ist noch offen. Wollte er damals, 1986, auch Vorbild sein und hoffte so, die Energiewende schneller mit Durchsetzen zu helfen? Denn ungewöhnlich war sein Weg schon, in der eigentlich konservativen Schweiz. Ich habe schon gedacht, ich mache mal etwas, das vielleicht sogar Folgen haben kann. Ja. Ich hatte die Hoffnung, dass das eine Schule machen würde und vielleicht andere dazu ermuntern. Das hat er ganz bestimmt damals geschafft und heute wieder. Menschen wie Peter Rettenmund und seine Frau machen die Energiewende.